FC Köln. Und das dürfte ein ganz interessanter Vergleich werden, weil beide ihre Auftaktpartie recht überzeugend gewonnen haben. VfB Stuttgart besiegte Hannover 96 mit 3:1 und der FC Köln gewann gegen den VfL Wolfsburg ebenfalls mit 3:1. Und jetzt die erste Finte, Ball nochmal quergelegt und das war klasse verteidigt von Viktor Wilwok. Mit der Nummer 5 vom 1. FC Köln. Guter Versuch hier. Schon der frühe Wechsel nach anderthalb Minuten bei den Kölnern, auch bei den Stuttgartern. Kramer Thomas Lauf, Schiedsrichter der Partie vom SSV. Preuße Ströhn. So, Ecke wird reingespielt. Und da haben wir gleich den ersten Treffer. Torschütze Jens Kastrop. 1:0 für die Kölner. Ecke ausgeführt. Da haben die Stuttgarter natürlich gepennt, weil das sind unnötige Tore. Super Lauffinte, klasse eingefangen hier. Vielen Dank an die Regie. Kamera OWL ja hier aktiv, diese ganzen Bilder einzufangen und bestmöglich abzuspielen. Das hat gerade mal richtig gut geklappt. Hier ist der Schussversuch und gleich der nächste Treffer, Moritz Till. Und das Trömmelchen jetzt schon wieder. Kurzeck. Blitzstart für den 1. FC Köln. Ja, Foulspiel richtig. War noch einmal dran. Ist eine große Möglichkeit für die Kölner. Stuttgart noch so ein bisschen perplex und von der Rolle. Stuttgart bemüht sich, einen Fuß in diese Partie zu bekommen, aber kommt noch nicht richtig über die Türschwelle. Kölner ja auch fast jedem Turnier dabei gewesen. Ist die 19. Teilnahme von 20 ausgeben. Oh, da gibt es einmal eins für den Keeper. Ja, haben wir ein paar Köln, wenn es eingefangen. Da gab es halt richtig Ärger für den Keeper der Kölner vom Trainer wegen der 4-Sekunden-Regel.
jetzt der Schussversuch. Und jetzt ist doch Stuttgart angekommen in dieser Partie. Durch Babis Drakas, der hier trifft. Ganz spitzer Winkel ins lange Eck. Und der nächste Treffer, der Ausgleich. Also das hätten wir in den ersten Minuten nicht wirklich gedacht. Die Direktabnahme, volles Risiko gegangen. Elon Mamouti trifft hier für die Schwaben. Also 2-2, Uhr ist wieder auf 0 gestellt. Kölner wieder am Antworten. Freistoßpfiff für den ersten FC Köln. Klasse verfolgt. Nächste Möglichkeit für den VfB. So, da ärgert sich jemand, der sich gerade weggedreht hat. Ganz rechts. Das ist Heiko Gerber, 46 Jahre alt und auch er mit richtig Bundesliga-Vergangenheit. 199 Bundesligaspiele, zweimal Champions League, 15 Mal Europa League. Er hat sich hier gerade über die vergebene Möglichkeit geärgert. War schon Co-Trainer im Jugendbereich bei Taifun Korkut, bei Jürgen Kramny, alles ganz bekannte Namen. Hat auch schon die U19 des VfB gecoacht und jetzt eben zum zweiten Mal U16-Cheftrainer beim VfB Stuttgart, Heiko Gerber. Köln nach dem Ausgleich wieder Spiel bestimmen da. Nächste große Möglichkeit durch Namori Sissé. Hier sehen wir nochmal. Vorhin schon in Erscheinung getreten. Der torgefährlichste Spieler der Kölner dieser Saison. 10 Tore schon erzielt in Ligabetrieb. Die Kölner ja Tabellenvierter in der Mittelrheinliga. Spiel läuft also, die Saison läuft ganz ordentlich. 5 Punkte haben sie Rückstand auf Platz 1, haben aber die mit Abstand beste Offensive der Liga. 51 Treffer gemacht in 13 Spielen. Zweitbeste Offensive lediglich auf 39 Tore. Also vorne läuft es bei den Kölnern. Unter anderem dank Sissé. Stuttgart bleibt aber dran. Stuttgart hat jetzt die große Chance, um in Führung zu gehen. Lukas Laupheimer. Auch er im erweiterten Kreis der deutschen Nationalmannschaft. Stuttgarts Nummer 8, Lukas Laupheimer, war für das Trainingslager in La Manga vor 2 Wochen auf Abruf. Das heißt, wäre ein Ersatzkandidat gewesen, wenn sich jemand verletzt hätte. Ist also ganz nah dran an der Nationalmannschaft. Ist ein guter Abschluss. Abpraller, und das war eine Wahnsinnsparade von Stuttgarts Keeper.
zweimal voll zur Stelle gewesen. Zwei Minuten noch. Spiel auf Messerschneide, hier kann alles passieren. Beide, wie gesagt, ihre Auftaktpartie gewonnen. Thomas Lauf hat mit dieser Partie mal so gar keine Probleme. Alles ruhig, alles fair. Genauso, wie wir uns das wünschen. So, die Stuttgarter wieder im Angriff. Letzte Minute läuft. Gibt es noch einen Sieger? Große Möglichkeit jetzt für die Stuttgarter, aber ganz, ganz aufmerksam. Jonas Urwig kommt da raus aus dem Tor, geht ein bisschen Risiko und wird vollkommen belohnt dafür. Urwig wieder nochmal. Langer Ball. Das könnte klappen. Klasse zurückgelegt. Schade. Das hätte schon Tor verdient gehabt. Nochmal die Stuttgarter. Die Zeit für den Abschluss reicht noch locker. Wieder knapp daneben. Nächste Möglichkeit. Und der geht weit rüber. Uhr ist wieder angehalten. Netto-Spielzeit in der letzten Minute. Ball rollte noch. Da gab es fast das riesen Missverständnis. Alles gut gegangen. Den Ball wirft er wieder weg. Jetzt nochmal den Schussversuch. Ball im Aus, das dürfte es gewesen sein. 2:2 zwischen Stuttgart und Köln. Munteres Spielchen. Wir freuen uns jetzt auf Frankfurt gegen Dortmund. Bis gleich. Ich habe seit Neuestem einen wunderbaren Feuerteufel. Kann man kontaktlos zahlen? Hast du das Kartel dabei? Ja. Jawohl, also, sei mir eine 2,50. Piep. Bitte schön, das haben wir mit Piep, aber gleich. Hast du gepiept? Es gepiept, jawohl, vorher wird bearbeitet. Bumm. Nicht zu glauben. Mag noch jemand Kontakt aus Zahlen bei mir? Pure Wahnsinn. Brutal. Zahlmagie, wie ein Rucksack. Die Atmosphäre bei Mittwald ist richtig cool, weil wir uns untereinander echt gut verstehen. Man hat nicht das Gefühl, dass Vorgesetzte weit von einem weg sind, sondern man kann sich auf Augenhöhe miteinander unterhalten. Da sind wir schon wieder. Nächste Partie, Frankfurt gegen Borussia Dortmund.